Hi zusammen, heute meine Begehung auf der Baustelle. Von außen ist mittlerweile verputzt, grob, und der Elektriker war da gewesen, hat dann schon mal seine blauen Rohre verlegt, damit er später dann seine Kabel durchziehen kann. Ja, das sind halt so vorbereitende Maßnahmen, die der Unterbau wird quasi gemacht. Er hat da schon mal seinen Stromkasten, das Gehäuse gemacht und alles, was blau ist, da soll ein Kabel lang geführt werden. Das ist eine Steckdose. Ja, das sind halt, das Haus soll ein Smart Home Haus werden, also dass man das komplett steuern kann, egal wo man ist im Haus oder auch gar nicht im Haus ist und trotzdem steuern kann das Haus. Hier sieht man gerade den Kabelschacht mit den blauen Rohren. Und die weißen Rohre, das ist der Zentralstaubsauger, der dieses Haus auch haben soll. Die führen natürlich überall komplett durch die ganzen Zimmer hindurch. Das ist ein 12 Meter Schlauch. Der wird sich in die weiße Rohre einziehen. Und die anderen weißen Doppelrohre, das ist für eine Klimaanlage, damit die Kabel dann halt, naja, die Rohre auch da verlegt werden. Hier haben wir noch ein Abwasserrohr, Staubsauger und Elektrik in einem. Alles durch den ganzen Schacht. Ja, und hier verteilt sich das Ganze natürlich in die ganzen Zimmer. Die Rohre mit schwarzem Band, das ist Klimaanlage. Ohne ist Zentralstaubsauger wieder. Und Kabel, Rohre ohne Ende hier. Ist der Wahnsinn. Ob das gesund ist, kann ich nicht sagen. Aber wir wollen den ganzen Schnickschnack haben. Hier sieht man auch das Zentralstaubsauger. Der Kasten hier, der gelbe. Das ist das Rohr, was man rauszieht aus dem Rohr heraus. Ja, das war's dann erstmal für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend und sagt dann mal bis demnächst.